Wir sind heute zu Gast bei unserem Sportstipendiaten Marc Agnello der Universität Mannheim. Er ist Judoka und was der im Training so macht, das schauen wir uns jetzt an. Also ich bin Marc Agnello, bin 26 Jahre alt, mache Para-Judo, ich habe eine Sehbehinderung, habe ein Restsehvermögen von maximal 10%, also unter 10% eigentlich, und studiere an der Uni Mannheim Deutsch und Englisch auf gymnasiales Lehramt. Normalerweise ist es so, dass ich in der Vorbereitung oder im normalen Trainingsalltag zweimal pro Tag trainiere. Morgens entweder Cardio oder Krafttraining und abends ist immer Judo. Die Uni ist dann in der Mitte des Tages, also ich versuche immer zwischen die beiden Einheiten morgens und abends dann die Uni zu gehen. Ja, ich werde mal für mich eigentlich der gute Job ist und arbeite mit jungen Menschen. Jeder Schultag oder jedes Schuljahr ist anders. Man hat immer andere Gruppen, mit denen man was macht. Es ist nicht so eintönig wie ein einfacher Bürojob zum Beispiel. Angefangen habe ich mit 10 Jahren. Fasziniert hat mich, dass es ein Zweikampfsportart ist, dass es ein Ganzkörpersportart ist. Und ich fand das Werfen schon immer toll, weil auch der Bodenkampf mittlerweile mehr Spaß macht. Also grundsätzlich gewinnt man durch Ippon, das ist die höchste Wertung, dann ist der Kampf sofort beendet. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal kann man durch Werfen im Stand, auf den Rücken mit Kraft und Geschwindigkeit gewinnen oder eben, wie wir auch eben gezeigt haben, durch Würgen oder Hebeln. Also das sind drei verschiedene Möglichkeiten. Para-Judo ist es so, dass wir aus dem Griff anfangen, das heißt wir fassen uns an den Kittel und dann erst beginnt der eigentliche Kampf. Im Normal-Judo ist es so, dass man voneinander entfernt steht und mit dem offenen Griffkampf startet. Ich würde sagen, dass ich vielleicht ein bisschen besseres Gespür für Situationen habe. In der Bundesliga habe ich eben nicht diese Startsituation wie die Para-Judo, sondern da muss ich halt nach den Regeln der Nicht-Sehbehinderten kämpfen. Dadurch, dass ich schlecht sehe, habe ich nicht nur mit dem Sport, sondern eben auch eine verlangsamte Arbeitsgeschwindigkeit. Ich brauche ein bisschen länger als meine Kommilitonen. Und es ist halt auch ab und zu so, dass es Überschneidungen gibt, dass ich da organisatorische Probleme habe. Also beim Sportstipendium bin ich schon recht lang dabei und habe da ganz profitiert. Mein Name ist Carmen Hofmann, ich bin der Trainer des Erstmann-Judo-Club und ich bin die Bundestrainerin der Sehgeschädigten. Wir sind auf einem Niveau, wo das Training eigentlich nicht mehr angepasst werden muss, weil unsere Leute schon so weit sind im Erwerb von Technik oder sonst was, dass sie jederzeit in Normaltraining mit drin haben. Also ich glaube, dass der Marc sich auf jeden Fall für die Paralympics qualifizieren wird. Wer auch wahrscheinlich nicht dran glauben würde als seine Trainerin, hat trainiert sehr fleißig und ich denke, das wird klappen. Wir haben bereits begonnen und zwar mit der WM letztes Jahr in Portugal und die zieht sich jetzt über das gesamte Jahr 2019 mit Qualiturnieren und noch teilweise bis 2020. Jetzt Ende März sind die Para-German Open in Heidelberg und dann im April der World Cup in Baku in Aserbaidschan und der ist auch quasi relevant. Man weiß natürlich nie, wer startet, wer kommt von den großen Namen und den Konkurrenten, aber ich kann mich nur auf mich konzentrieren und darauf vorbereitet dahin gehen und dann wird es auch gut gegeben.